Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute sind wir bereits den vierten Tag unterwegs. Das Frühstück mit Blick auf den alten Hafen lässt uns einen tollen Tag erwarten. Wir haben uns zum Besuch des landschaftlich großartig gelegenen Airports Anda des Städtchens Sandane entschieden. Knapp 200 Kilometer nördlich von hier. Das Taxi bringt uns direkt bis vor die geschlossene Schranke des GATT. Wir rufen unseren Händler an, der uns gestern seine Rufnummer gegeben hat, und nur 5 Minuten später steht wieder der 150 Personen fassende Bus auf dem Vorfeld, der uns zu meinem Flieger bringt. Wie schon gestern in Stavanger liegt auch heute Morgen in Bergen dichter Seenebel über dem Airport. Trotz Hochsommer. Allzu optimistisch, hier also schon um 9 Uhr starten zu können, darf man nicht sein. Erst gegen 11 Uhr sieht man den blauen Himmel hinter den waschküchenähnlichen Nebelschwaden, welche hier die gesamte Küste bedecken. Wir nutzen die Zeit, indem wir in aller Ruhe den Vogel checken, tanken und eine ganze Zeit lang einem Helikopter bei seinen Übungen zuschauen. Außerdem herrscht bereits reger Flugverkehr, der von hier aus gut zu beobachten ist. Während sich der Nebel weitgehend auflöst, können wir mal einen schnellen Blick auf das Thema Flugplan werfen. Jahrelang habe ich die Flugpläne auf dem Portal der Deutschen Flugsicherung gemacht. Erst seitdem ich ForeFlight verwende und entdeckt hatte, dass es mit der App deutlich schneller und einfacher geht, entwickle ich meine Flugpläne mit der App. Und das geht so. Als erstes gebe ich Start- und Zielflugplatz ein. Im konkreten Fall also Bergen und Anda. Dann schalte ich in den Modus Airways und lasse mir alle Luftstraßen inklusive der Waypoints, VOR oder teilweise auch noch NDBs anzeigen. Dann zoome ich auf einen kleineren Maßstab und suche mir ein paar passende Waypoints heraus. Als erstes bietet sich hier der Tobax an und etwas weiter nördlich der Intum. Danach noch der Airport Bringeland und das war's dann auch schon für die heutige erste Route. Ich gebe die geplante Flughöhe ein, oft ist der Wind dabei ein gutes Kriterium, und danach kontrolliere ich noch, ob alle Waypoints maximal 30 Minuten voneinander entfernt liegen. Mir ist das schon ein- oder zweimal passiert, dass ich eine zu große Entfernung zwischen zwei Waypoints gewählt hatte. Da klingelte 15 Minuten später mein Telefon und ein netter AIS-Kollege bat mich, der Route noch einen weiteren Punkt hinzuzufügen. Diese 30 Minuten sind also schon ein wichtiges Kriterium. Ich werfe auch einen kurzen Blick auf das Höhenprofil, um zu überprüfen, ob die Route auch so verläuft, wie ich sie im Kopf oder ob ich irgendwelche Lufträume übersehen habe. Und dann kommt der eigentliche Flugplan dran. Hier in der Liste stehen alle notwendigen Daten und etliche Voreinstellungen wie die Flugzeugdaten, die ja jedes Mal dieselben sind. Auch das Routing und die geplante Flughöhe sind hier eingetragen. Mit einem Klick auf Processed to File öffnet sich das Flugplanfenster. Hier werden nun alle relevanten Daten eingegeben. Von der Flugregel, also VFR, Flugzeugdaten, Geschwindigkeit, Anzahl der Flugzeuge, Datum, Uhrzeit und schließlich das Routing. Manche Einstellungen muss ich ändern, wie zum Beispiel die Anzahl Personen von 1 auf 2. Und je nach Routing und ob ich irgendwelche Abweichungen vom Routing plane, verlängere ich hier die Uhrzeiten, um etwas Zeitpuffer zu erhalten. Und seitdem mein gut ausgerüsteter Flieger mal in Italien mit einem Drachen ohne Funk verwechselt wurde, steht in dem Bemerkungsfeld auch immer eine exakte Kurzbeschreibung meines Flugzeugs. Dann fehlt noch ein alternativer Airport, falls die Landung in Anda aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein sollte. Das Dinghy, also ein Rettungsboot, nehme ich heraus und nach der Eingabe von persönlichen Daten und Mobilfunknummer ist der Flugplan fertig. Ich klicke auf File und dann noch auf die Bestätigung. Das war's. Die Übertragung dauert einen kleinen Moment, dann bekomme ich eine Bestätigung. Zusätzlich bekomme ich auch noch eine Mail. Und nun geht's los. Bergen Ground, good morning. Delta Mike, Echo Mike Zulu. Echo Mike, Echo Zulu, ground, hello. Delta Mike, Echo Mike Zulu. Type of aircraft is City, Charlie Tango, POB2. Position is at the fuel station from the General Aviation.
VFR to Under, Echo November Sierra Delta, Flight Plan. Leaving via Cockstead Sandviken and could take off via Alpha 4. Request taxi. Delta Mike Zulu, you're clear to leave control zone VFR to Cockstead to Sandviken, 1500 feet and below. Squawk 3323. Delta Mike Zulu, understand, squawk is 3323, will leave via Cockstead and 1500 or below. Cockstead Sandviken, that is correct. The QNH 1017. QNH 1017 and request taxi. Taxi via Bravo to holding point, runway 17 Alpha 4. Ah, okay. Via Bravo, Alpha 4, runway 17. Lima Delta Bravo, light aircraft will come out on Bravo. Behind, you can continue to fueling. Behind, light aircraft continue to fuel Lima Delta Bravo. On good afternoon, middle 115 Echo 100, class 40. Vidare 11 Papa, hello, clear to Torp, Tinig 2 Charlie departure, 6000 feet, squawk 7012. Red Hawk Team 2 Charlie Apache 6000 feet, squawk 7012, vidare 11 Papa. Delta Mike Zulu, continue with tower 1191. Stanna. Delta Mike Zulu 1191. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is Alpha 4, runway 17, ready for departure. Delta Mike, Echo Mike Zulu, good morning, line up runway 17. Delta Mike Zulu, lining up 17. Delta Mike Zulu, runway 17, clear for takeoff, wind 240, 6 knots, left turn. Delta Mike Zulu, runway 17, clear takeoff and left turn going to Cockstead. Lima Bravo Papa, join right downwind runway 17. Right downwind 17, Lima Bravo Papa. Delta Mike Zulu, position Cockstead 1400. Delta Mike Zulu, Roger, continue to Sandviken. Delta Mike Zulu, continuing Sandviken. Lima Bravo Papa, able to make a short approach. Firm, Lima Bravo Papa. Lima Bravo Papa, short approach to find runway 17. Short approach, so fine.
Lima Bravo Papa, runway 17 Cap Line, wind 240 final. Da ist das. Seht die Häuschen schon. Sehr cool. Sehr cool. Lima Bravo Papa, taxi via Charlie Whiskey. No shuttle 608, runway 17 Cap Line, wind 230 final. Approach, good morning, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Zulu, good morning. Delta Mike Zulu, good morning. Type of aircraft is CT, Charlie Tango. Two people, VFR from Bergen to Anda, Echo November, Sierra Delta. Current position is 1 minute north of reporting point Sandviken and 1,200 feet, walking 3323 for flight information, please. Delta Mike Zulu, radar is not reported to traffic for the timing. Delta Mike Zulu, roger, thanks.
Der Airport Anda ist unkontrolliert, daher rufe ich ihn mit Info anstatt mit Tower. Aber auch mehrfaches Rufen führt nicht zum Erfolg. Es ist schlicht und ergreifend niemand da. In Deutschland hätten wir nun ein Problem und dürften nicht landen. In Norwegen ist das aber, wie in fast allen anderen europäischen Staaten auch, kein Problem. Wir melden uns natürlich trotzdem korrekt an, kreuzen die Piste, geben alle vorschriftsmäßigen Blindmeldungen ab und landen. Ein wirklich traumhaft schöner Landeanflug steht uns nun bevor. Anda Info, good day. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, Type of Aircraft, CT, Charlie Tango, two people, VFR from Bergen. Position is 5 minutes south of your airfield for landing. Mittagspause. Ja, vielleicht. Delta Mike Echo Mike Zulu, we are crossing midfield in 1 minute. Delta Mike Zulu, crossing runway south to north. Ja, das ist ja mal cool. Ja. Delta Mike Zulu, turning downwind 08. Delta Mike Zulu, turning base 08. Landescheinwerfer, Gurte. Ja. Delta Mike Zulu, final 08.
dem Aussteigen schließen wir als erstes telefonisch den Flugplan beim norwegischen AIS. Dann inspizieren wir ein wenig den Flugplatz. Hier hängen überall Kameras herum. Wir grüßen freundlich hinein und vergessen natürlich auch nicht, die 22 Euro Startgebühr zu bezahlen. Danach machen wir es uns ein Stündchen bequem, beobachten einen Heli bei seinen Übungen und genießen die Mittagssonne.